dass auch eine Ryanair mit den beiden größten Flugzeugherstellern spricht, also mit Airbus und mit Boeing, das ist natürlich kein Geheimnis. Aber warum macht das eine Fluggesellschaft, die ihre komplette Strategie auf einer reinen Boeing-Flotte aufgebaut hat? Warum machen die das überhaupt? Und da schauen wir uns jetzt mal an, was uns da noch in naher Zukunft erwarten könnte, gerade im Hinblick auch auf Laudamotion. Dann gibt es noch einen kleinen Vergleich mit den für Ryanair interessanten Punkten zwischen einem A321neo und einer 737 MAX 10 und warum man sich hier aus guten Gründen für beides entscheiden könnte. Oder ja, vielleicht sogar schon entschieden hat. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Also, mittlerweile ist schon häufiger mal durchgedrungen, dass die irische Billigfluggesellschaft Ryanair sich scheinbar auch durchaus mal mit dem Flugzeughersteller Airbus unterhält. Ja, ist jetzt vielleicht gar nicht so überraschend. Eine große Fluggesellschaft unterhält sich nun mal auch mit den großen Flugzeugherstellern, aber dann kann man sich jetzt natürlich auch die Frage stellen, worüber unterhält sich denn eine Fluggesellschaft, die mittlerweile über 450 Boeing 737 in der Flotte betreibt und damit ja ihre komplette Strategie, ihr gesamtes Konzept auf diesen Flugzeugtypen ausgerichtet hat, worüber unterhält die sich denn mit dem Flugzeughersteller Airbus? Naja, ganz einfach, die unterhalten sich über mögliche zukünftige Großbestellungen. Denn so ganz richtig ist das mittlerweile ja nicht mehr, dass Ryanair eine reine Boeing-Flotte betreibt. Spätestens jetzt sollte man die Fluggesellschaft Ryanair nämlich nicht mehr als allein dastehende Fluggesellschaft betrachten, sondern jetzt gerade, wo die Konsolidierung in Europa, also das Zusammenlegen von vielen kleinen Fluggesellschaften zu ein paar wenigen großen Airline-Gruppen, wo das jetzt für jeden leicht erkennbar richtig Fahrt aufnimmt, da sollte man Ryanair eben nicht mehr als alleinige Fluggesellschaft sehen, sondern auch als eine dieser großen Airline-Gruppen. Und man sollte sie auch als große Airline-Gruppe ernst nehmen, denn die haben es sich ohne Zweifel ganz klar zur Aufgabe gemacht, diese Konsolidierung mitzugestalten bzw. in Europa mitzubestimmen. Und dabei möchten sie ganz klar eine der größten Airline-Gruppen in Europa bleiben bzw. vielleicht sogar die größte Airline-Gruppe in Europa werden. Und jetzt kann man sich selbstverständlich darüber streiten, mal wieder, ob das denn in Ordnung ist, dass die größte Airline-Gruppe in Europa, die das ja vielleicht dann irgendwann mal sein könnte, dass die dann Tickets für 19,99 € verkaufen oder noch weniger, dass Flüge wirklich so billig sein können oder muss man da vielleicht irgendwann mal eine Grenze setzen oder wie auch immer. Das ist eine Grundsatzdiskussion, darum soll es heute nicht gehen. Das ist jetzt nicht die Frage. Und wenn wir das Thema jetzt mal ganz kurz beiseite legen, dann müssen wir uns wahrscheinlich nicht darüber streiten, dass Ryanair wohl eine der am cleversten aufgestellten Fluggesellschaften in ganz Europa ist. Ein Unternehmen mit so schlanken Strukturen aufzubauen und diese Strukturen dann auch so simpel zu halten, während das Unternehmen immer weiter expandiert und jetzt irgendwann über 450 Flugzeuge betreibt, das ist am Ende des Tages genau das, was Ryanair so erfolgreich macht. Und dieses Konstrukt mit wenig Komplexität, simpel gestrickt, das ist auch sicherlich noch dann sinnvoll und das funktioniert auch dann sicherlich noch erfolgreich, wenn man Mitarbeiter mit vernünftigen Tarifverträgen zu vernünftigen Konditionen anstellt. Hundertprozentig, aber da ist man ja zum aktuellen Zeitpunkt auch dran. Also der erste wichtige Punkt, den wir uns für dieses Video jetzt merken müssen, ist, man sollte Ryanair spätestens jetzt als Airline-Gruppe betrachten. Und man sollte Ryanair jetzt auch nicht nur als Airline-Gruppe betrachten, weil ich jetzt gesagt habe, das ist ziemlich sinnvoll und das könnte so funktionieren, sondern die gesamte Unternehmensstruktur der Ryanair hat sich in den letzten Monaten auch in genau diese Richtung entwickelt. Eine Ryanair-Holding gibt es zwar schon etwas länger, so ist Ryanair an der Börse notiert. Unter dieser sogenannten Dachgesellschaft gab es aber bis zum aktuellen Zeitpunkt keine eigenen, eigenständigen Unternehmen, in diesem Fall keine eigenen Fluggesellschaften. Das wird sich jetzt aber in naher Zukunft ändern. Dann gibt es unter dieser Holdinggesellschaft, die wie der Name schon vermuten lässt, dafür da ist, Teile von Unternehmen bzw. ganze Unternehmen unter sich zu halten. Darunter wird es dann eine Ryanair geben aus Irland, dann eine Ryanair Sun in Polen, eine Ryanair UK, das ist noch ein recht neues AOC, der Ryanair in Großbritannien, und eine Laudamotion. Die werden alle darunter hängen und das zu 100%. Das sind dann also zusammengefasst 4 eigenständige Fluggesellschaften mit einem eigenen Flugbetrieb, mit einem eigenen AOC, mit eigenen Flugzeugen, die zu 100% unter dem Dach der Ryanair Holding hängen. Und das wurde jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder mit dem Konzept der International Airlines Group verglichen. Mit dem Unterschied, dass die dann hauptsächlich mit Premium-Marken ihr Geld verdienen und Ryanair baut dieses Konstrukt jetzt quasi ganz genauso auf, nur halt eben mit Low-Cost-Fluggesellschaften. Und wenn wir da schon mal sind, ist vielleicht auch ganz interessant, Michael O'Leary ist dann nicht mehr Chef der einzelnen Fluggesellschaft Ryanair aus Irland, sondern Michael O'Leary wird dann Chef der Ryanair Airline Gruppe. Und all diese 4 Fluggesellschaften, die in dieser Gruppe drin hängen, zum aktuellen Zeitpunkt, die bekommen dann einen eigenen CEO. Ganz grob betrachtet schafft man sich bei Ryanair jetzt mit dieser Unternehmensstrategie die Voraussetzungen für weitere Airline-Übernahmen in naher oder ferner Zukunft. Da wird jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel passieren. Das haben wir schon angekündigt, dass man da jetzt nicht der große Vorreiter sein wird in Europa, zumindest jetzt nicht in naher Zukunft. Gerade im Hinblick auf eine mögliche Norwegian-Pleite hat Michael O'Leary
Gary das gesagt. Man wird sich da einfach so ein bisschen zurückhalten, greift sich dann aber hier und da vielleicht mal ein interessantes AOC ab, was man irgendwie gerade auf dem Markt finden konnte. Jetzt zum Beispiel beim Thomas Cook Airline Verkauf. Und dieses AOC, diese dann vielleicht noch möglichst kleine Fluggesellschaft, die zieht man dann in Anführungszeichen nach seinen eigenen Strategien, nach seinen eigenen simplen Konstrukten Stück für Stück immer weiter hoch und baut sich damit eine große, aber ähnlich wie Ryanair aufgestellte Fluggesellschaft auf. Und das ist doch jetzt schon mal ein spannender Gedanke, oder nicht? Man macht sich mit dieser Entscheidung, die Unternehmensstrategie so in dieser Form zu ändern. Damit macht man sich fit für die Konsolidierung in Europa. Man macht sich damit fit dafür, diese Konsolidierung mitzubestimmen und mitzugestalten. Man kauft aber eben nicht massig ein und halst sich dann womöglich selbst noch eine viel zu große Last auf, die man gar nicht alleine stemmen kann. Man bringt eben nicht zu viel Komplexität durch neue Zukäufe in das Unternehmen, Stichwort Air Berlin, sondern man lässt die anderen, die man sich da eingekauft hat, schön ihr eigenes Ding machen. Das dann aber alles mit einem noch sehr viel mächtigeren Michael O'Leary im Hintergrund. Und dabei behält man sich natürlich einen ganz wichtigen Vorteil. Wenn all diese Fluggesellschaften, wenn all diese Tochtergesellschaften ihren eigenen, simpel aufgebauten Flugbetrieb haben, ihre eigene, simple Strategie verfolgen, dann kann man diese Tochtergesellschaft, sollte sie aus welchen Gründen auch immer am Markt nicht so angenommen werden oder am Markt einfach nicht so funktionieren, wie man sich das vorher gedacht hat, dann kann man die halt ganz einfach wieder einstampfen. Und dann muss eine Ryanair als solches, als Muttergesellschaft, muss nicht darunter leiden. Laudamotion war jetzt also der Anfang dieser Strategie, war die erste Tochtergesellschaft der Ryanair, die man jetzt unter dieser Ryanair Holding Strategie im großen Stile großziehen wird. Und ich weiß, ich sage das immer wieder, aber das, was Michael O'Leary und Niki Lauda da innerhalb kürzester Zeit gemeinsam angestellt haben, das ist auf einer gewissen Ebene schon höchst raffiniert. Man kann davon halten, was man möchte, aber die beiden sind schon irgendwie echt Füchse. Naja gut, auf jeden Fall, diese Entwicklung ist wichtig, um zu verstehen, dass eine Ryanair jetzt bei einem Flugzeughersteller wie Airbus nicht als Ryanair antanzt, sondern eben als Airline-Gruppe, als Ryanair-Gruppe. Das ist bei einer Lufthansa vielleicht ein bisschen leichter zu verstehen, weil die diese Gruppe, also das Wort Group, einfach hinten an die Lufthansa drangehängt haben. Bei der Ryanair ist das jetzt nicht der Fall. Aber es ist ja klar, spätestens jetzt in dem Moment, wo man als Ryanair-Gruppe eine große Anzahl an Flugzeugen kaufen möchte oder kurz davor ist, eine große Anzahl an Flugzeugen zu kaufen und damit von den Vorteilen einer Flugzeuggroßbestellung noch mehr zu profitieren, als das die irische Billigfluggesellschaft eh schon alleine kann, naja, spätestens dann muss man natürlich auch mal beim Flugzeughersteller Airbus an die Tür klopfen. Als Fluggesellschaft, die jetzt ganz klar kommuniziert, dass sie eine große Anzahl an Flugzeugen kaufen möchte, beziehungsweise als Airline-Gruppe, bei der das der Fall ist, da befindet man sich jetzt natürlich in einer eigentlich recht entspannten Position zwischen den beiden Flugzeugherstellern. Gerade aus Ryanair-Sicht, denn jetzt kann man endlich mal beides gebrauchen. Man hat sich ja jetzt nämlich mit der Laudamotion auch eine Airbus-Flotte in die Gruppe geholt. Und das bringt jetzt eine ganze Menge Vorteile mit sich, denn bei Boeing hat man wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt gedacht, auf Ryanair kann man auf jeden Fall zählen, weil die haben, ich habe es anfangs schon erwähnt, die haben ja ihre ganze Strategie, ihr ganzes Konstrukt, das Ryanair-Konstrukt ist auf dieser Boeing 737 aufgebaut. Mit anderen Worten, die Möglichkeit oder die Option, dass Ryanair Airbus-Flugzeuge kaufen könnte, die konnte man eigentlich bis dahin zu 99,9% ausschließen. Die haben natürlich Boeing-Flugzeuge gekauft und die werden auch in Zukunft Boeing-Flugzeuge kaufen. Aber jetzt in dem Moment, wo man halt eben als Ryanair-Gruppe auftritt, mit einer Airline-Gruppe, deren Bestandteil, also ein Bestandteil, die Laudamotion, auch mit Airbus-Flugzeugen unterwegs ist, eine reine Airbus-Flotte auch in Zukunft betreiben wird. Da sitzt man natürlich bei beiden Flugzeugherstellern in der ersten Reihe. Und als Ryanair-Gruppe wird man sich jetzt natürlich von beiden Flugzeugherstellern absolut mit Angeboten zuschmeißen lassen, bis am Ende des Tages irgendein Preis dabei rumkommt, den eine Sundair, wenn sie mal nach zwei neuen Flugzeugen bei Airbus fragen würde, ganz bestimmt nicht bekommen wird. Aber gut, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das fair ist, aber dass es Mengenrabatte gibt und Verhandlungen zwischen beiden Parteien, bei denen am Ende des Tages dann irgendwann mal der Preis entscheidet, das ist ja nichts Neues. Laut Aussage von Michael O'Leary zu diesem Thema macht eine Flugzeugbestellung erst wirklich Sinn ab etwa 100 Flugzeugen und davon muss man dann auch direkt mal 50 Maschinen fest bestellen. Dafür sorgt dann vor allem der eben angesprochene Mengenrabatt und dann wird es im Hinblick auf eine mögliche Bestellung für Laudamotion schon mal richtig interessant, denn bis 2021 soll die Flotte der Fluggesellschaft mit Hilfe von Ryanair schon auf 40 Flugzeuge anwachsen und das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Das sind dann geleaste, gebrauchte A320. Aber was kommt dann danach? Wahrscheinlich neue Flugzeuge und dann möchte man sich in Richtung 230 Sitze mal genauer umschauen. Mit anderen Worten, man schaut sich um nach Flugzeugen, die im Vergleich zum A320 nochmal eine kleine Ecke größer sind, um die Kosten pro Sitz dann nochmal weiter senken zu können, sofern sie die Flugzeuge dann auch wirklich voll bekommen. Man unterhält sich mit Airbus über den A321neo für Laudamotion. Und wenn ihr jetzt nochmal an die eben von Michael O'Leary genannten Mindestzahlen für solche Flugzeugbestellungen denkt, dann wäre das wirklich eine unglaubliche Entwicklung für Laudamotion. Mal ebenso 100 A321neo bestellt.
Super. Gleichzeitig spricht man aber, und das ist die eben angesprochene, wirklich sehr gute Position, in der sich die Ryanair-Gruppe zum aktuellen Zeitpunkt befindet, gleichzeitig spricht man mit Boeing über die 737 MAX 10 für Ryanair. Der A321neo ist dabei das minimal größere Flugzeug, 240 statt 230 Leute maximal gehen da rein und es ist auch das etwas weiter fliegende Flugzeug, 7400 Kilometer gehen beim Airbus maximal, 6100 Kilometer sind es maximal bei der 737 MAX 10. Dabei ist die 737 allerdings so für den innereuropäischen Verkehr dann doch so ein paar Prozentpunkte sparsamer, was für Ryanair ja auch wieder ein Argument ist. Der A321neo hingegen ist höchstwahrscheinlich aufgrund seiner Basis der A320-Familie, gerade im Hinblick auf das, was da eventuell in Zukunft noch kommen wird, aufgrund der Kommunalität zwischen diesen Flugzeugen, vielleicht das etwas zukunftssichere Flugzeug von den beiden. Aber ansonsten nehmen die beiden Dinger sich nicht viel. Und das ist eben genau das, worauf ich hinaus wollte. Die 737 mag vielleicht ein bisschen teurer sein. 5 Millionen kostet die laut Listenpreis zumindest mehr als der A321neo. Der kostet 130 Millionen, die 737 MAX 10 dementsprechend 135 Millionen. Aber das sagt Michael O'Leary auch direkt mal. Das haut er öffentlich direkt mal raus, dass ihm die 737 MAX 10 zu teuer ist. Und dass, wenn Boeing das Ding nur zu diesem Preis verkauft, dass er die Maschine so nicht kaufen wird. Und seine Worte haben jetzt wahrscheinlich noch sehr viel mehr Wirkung und noch mehr Kraft, als sie es vorher eh schon hatten. Denn wenn die Preise halt nicht stimmen, wenn Boeing das Ding nicht zu guten Preisen verkauft, dann kauft der Michael O'Leary halt ein bisschen weniger Flugzeuge davon. Oder er wartet halt einfach noch mit der Bestellung und das so lange, bis Boeing gar nichts mehr anderes übrig bleibt, als die Maschine günstig an ihn zu verkaufen. Denn Ryanair ist zwar von der 737 abhängig, aber Michael O'Leary mit seiner immer breiter aufgestellten Airline-Gruppe ist jetzt eben nicht mehr so von Ryanair abhängig. Mit anderen Worten, wenn es ihm halt gerade passt, dann kauft er einfach ein paar mehr Flugzeuge bei Airbus und lässt dann mehr Kapazitäten durch Laudamotion bedienen. Er lässt einfach Laudamotion mehr Strecken fliegen mit mehr Flugzeugen. Er macht einfach die Laudamotion schneller größer, als er Ryanair größer macht. Also ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Dadurch, dass man sich dafür entschieden hat, Laudamotion als 100%ige Tochtergesellschaft mit einer 100%igen Airbus-Flotte aufzubauen, dadurch ist man als Ryanair nicht mehr so abhängig von dem US-Flugzeughersteller Boeing und von seiner Boeing 737. Laudamotion macht man dabei natürlich so groß, wie es eben gerade geht. Vorausgesetzt, die Anzahl an Passagieren steigt auch weiter, weil es hilft natürlich nichts, wenn man einfach nur die Fluggesellschaften ins Unermessliche wachsen lässt. Aber ich glaube, die Strategie hinter dem Ganzen ist klar geworden. Und wer weiß, eventuell dauert es dann bald gar nicht mehr so lange und die nächste Großbestellung bei Airbus kommt dann von Ryanair. Und wer hätte das gedacht? In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen mit dabei. Ich freue mich auf eure Kommentare zu diesem Thema und auf Feedback zum Video. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Wie gesagt, schönes Wochenende euch. Bis dahin und tschüss.